Großbritannien soll es einfacher sein, den eigenen Vornamen zu ändern, als das Kfz-Kennzeichen. In Deutschland war das lange so, dass Transmenschen, um den Personenstand offiziell zu ändern, sich laut dem Gesetz, hallo Katze, sterilisieren lassen mussten. Mittlerweile wurde das Transsexuellengesetz vom Bundesverfassungsgericht gekippt, und zwar in 6 verschiedenen Bereichen. So zum Beispiel dieser Zwang zur Sterilisation als Voraussetzung für die Änderung des Geschlechtseintrags. Trotzdem weigert sich die Bundesregierung, das Transsexuellengesetz durch ein modernes Gesetz zu ersetzen. Ein Gesetz, das das Recht auf Selbstbestimmung schützt. Europäische Länder wie Schweden, Dänemark, Irland, Malta zeigen, dass die Änderung des Geschlechtseintrags ohne Problem, hallo Katze, die Katze stimmt zu, dass diese Änderung des Geschlechtseintrags ohne Problem geregelt werden kann. In diesen Ländern wird das als reiner Verwaltungsakt geregelt, und zwar beim Standesamt, ohne medizinische Gutachten, ohne Gerichtsverfahren. Eigentlich leide ich nicht an geschlechtlicher Dysphorie. Ich leide an bürokratischer Dysphorie. Alle Regelungen, die Transmenschen betreffen, Vorname, Personenstand, Kinder, Ehe, Ofenbackungsverbot, lassen sich in bestehende Gesetze einarbeiten. Also, weg mit dem transsexuellen Gesetz und her mit der Selbstbestimmung.